So, hallo zusammen, hier ist wieder der Sarge mit Subnautica. Ja, heute zeige ich euch den Weg zum Biolabor. Den habe ich nämlich lange gesucht und von der ursprünglichen Beschreibung, da kann ich nicht viel mit anfangen. Wenn ihr hier mal schaut, Codes und Hinweise, Standorte fremder Einrichtungen, hier. Solchen Forschungseinrichtung. Angeblich südwestlich von der Vollstreckungsplattform. Da habe ich mir richtig den Arsch weggesucht, hab's aber nicht gefunden. Ich habe es dann zufälligerweise gefunden und habe mir den Weg markiert und deswegen werden wir den jetzt mal ganz kurz abfahren. Der ist tatsächlich kurz. So, dazu markieren wir uns schon mal den Weg. Und zwar brauchen wir Biolabor 1, 2, Abgang 3, 4. Ganz genau, die brauchen wir. Und damit wir die sehen, würde ich auch fast sagen, wollen wir die gleich einfärben? Machen wir das mal. Gelb. Biolabor, weil es ist sehr dunkel, da können wir gelb sicherlich gut sehen. So, und damit ihr es dann selber auch findet, das soll ja hier kein Spoiler oder so sein, könnt ihr am besten euch das mit notieren. So, wir nehmen genug Essen und Trinken mit und Heilung. Und wir nehmen mit die Schubkanone. Wir haben zwar schon die Stoßkanone, aber die Schubkanone, werdet ihr sehen, ist für Sammeln in giftigen Bereichen besser geeignet. So, und jetzt haben wir noch hier die, obwohl die Tischkoralle nehmen wir mal mit. Dann nehmen wir, ne, brauchen wir nicht. So, und dann schnappen wir uns ein Gefährt und dann nehmen wir mal mit. Ja, können wir ruhig die hier mitnehmen? Schutzpackung, bla, genau, die nehmen wir mit. Die Seemotte. Und auf geht das. Wir haben auch gerade Tag, das ist hervorragend. Und wir fliegen jetzt hin. Abgang zum Biolabor. Wir sehen es von unserer Basis. Ja, hier vom. Gehen wir mal von der Rettungskapsel aus. Ja, das ist so der Fixpunkt. Ja, ist es nämlich fast genau westlich. Und zwar 620 Meter. Da ist der Abgang. Und dann geht es in ein riesiges unterirdisches Labyrinth mit auch teilweise heftigen Gegnern. Und damit wir uns da zurechtfinden, empfehle ich hier solche Bojen, Markierungsdinger zu setzen. Dann findet man auch lebend wieder raus. Ja, natürlich sollte man einen. Das ist ja ein über 800, ich glaube 850 Meter Tiefe. Natürlich sollte man alle Upgrades, Tiefenupgrades für die Seemotte haben. Und dann kann man da auch unbeschadet runtertauchen. Klar, den fiesen Gegnern muss man aus dem Weg gehen. Hier ist die erste Boje. Dann gehen wir hin zur Nummer 1. Ja, da können wir vielleicht auf dem Rückweg noch was einsammeln. Jetzt unser primäres Ziel ist erstmal zum Biolabor zu kommen. So. Hier ist Sackgasse, also hier ist die Boje Nummer 1. Jetzt fliegen wir zu 2. Ich habe die mal schön aufeinanderfolgend aufgestellt, damit man wirklich sich nicht verirren kann. Diese Dinger sind relativ harmlos. Die sollte man nur nicht berühren. Aber zumindest greifen sie nicht an.
So, hier ist die 2. Und jetzt geht's zur 3. Und da geht's dann. Oh, jetzt habe ich mich, glaube ich. Ne, hier, genau, hier runter. Ja, wir hören schon im Hintergrund dieses Teleportteil. Aber wie gesagt, einfach durchfahren. So, und jetzt müssen wir nur noch die 4 finden. Jetzt sind wir nämlich schon hier unten in dem entsprechenden Labyrinth, sind schon auf 600 Meter Tiefe und da haben wir die 4. Das heißt, einmal rechts abbiegen. Ja, hier ist auch jede Menge ja, wie heißen die Teile? Nicht Diamanten, sondern Rubine, genau. So, und wir halten uns jetzt hier dicht am Wasser, weil jetzt sind hier nämlich ganz heftige, nicht Reaper, sondern Ghosts. Die sind auch nicht weniger gefährlich. Den müssen wir auf den Weg gehen. Auch Licht machen wir aus, damit wir sie nicht anlocken. So, und hier ist jetzt tatsächlich giftiger Nebel. Da kriegen wir Schaden. Also zumindest das Gefährt hier kriegt Schaden. Und wir würden Schaden bekommen. Deswegen nicht eintauchen. Oh, da haben wir... Gut, die sind auch noch ein bisschen... Aber die können wir mit tatsächlich mit Stromschlägen von uns weghalten. Ja, die sind auch nicht allzu aggressiv, wenn man nicht zu nahe kommt. Genau, jetzt geht es noch hier runter. Und hier in dieser Suppe ist auch jede Menge Schwefel drin und auch das eine oder andere Nickel. Ja. So, und hier ist jetzt die Boje für 4. So, und jetzt ist tatsächlich... irgendwo ist jetzt von hier. Das ist jetzt da unten. Ja, genau. Hier rechts geht es weiter. Da habe ich keine Boje mehr gehabt. Einfach an diesen Leuchtdingern vorbei. Ja, ich hoffe, ihr habt immer auf den Kompass geschaut und aufgepasst. Und da ist das Biolabor. Ja, und da ist auch der Eingang, aber den könnt ihr selber finden. Und so kommt man her. Also, ich hoffe, es hat euch geholfen und bis zum nächsten Video. Ciao.